Meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fram mit der lieben Püppi. Ich habe zwischen den Aufnahmen, also das ist immer noch dieselbe Aufnahmesession, und zwischen den Aufnahmen habe ich hier gerade ein bisschen weiter gebaut. Und ja, wir bauen jetzt auch weiter. Genau, und die Püppi hat Kacke gebaut, weil die hat die letzte Aufnahme vergessen aufzunehmen. Also was heißt vergessen? Ich habe aus Versehen Doppelklick auf Aufnahme gedrückt und naja, Start, Stopp, ne? Und jetzt gibt's die Aufnahme nur halt bei mir zu sehen. Ja. Und dabei ist ja der Säge an Heldentod gestorben und das noch bei mir im Keller. Ach Mensch. Naja, das habe ich ja auf der Aufnahme drauf. Ha. Ja, und nur einer hat's gesehen, so nach dem Motto. Ja. Oh, wollen wir schlafen gehen? Es ist ja schon dunkel draußen. Ja, ich eile. Wandere geschwind zu meinem Haus. Ah, ich habe ein Skelett im Keller. Ich muss erst ein Skelett töten. Wo kommt dieses Skelett her? Ich war doch gerade eben noch hier. Kann ich dir leider auch nicht sagen. Ihr seht schon. Oh, ein bisschen Müdigkeit macht sich breit. Ich glaube, wir legen uns schlafen. Das ist eine sehr gute Idee. Da, wo das Skelett stand, habe ich jetzt gerade mal noch schnell so einen Lichtpfeiler gesetzt. Kann ja hier nicht sein, dass hier plötzlich unerwarteter Besuch kommt. Ich habe hier nur Hausschuhe an. So. Hier nur im Schlüpper rum. Ja, in meiner letzten Aufnahme hatte ich angefangen, oben das Dach zu verhässlichen. Verschönern kann man es ja nicht sagen, es ist ja immer nur ein halbes Haus, was steht. Und ich habe ja angefangen, ein Tiergehege zu machen, weil ja der Säge ja die These aufgestellt hat, die Hühner sind nur in der Ecke, weil sie direkt vor dem Feld des Getreides sehen und dahin möchten. Genau. Und Waren während meine ich hier Worte. das Gehege gebaut habe, sind sogar noch ein paar Schweinis umhergetrampelt. Die habe ich dann gleich mal noch eingefangen. Warum auch nicht, dachte ich mir dann so. Warum halt nicht? Genau. Aber eins kann ich dir sagen, Tier kann ich nicht. Kann ich Tier? Auto kann ich. Aber Tier kann ich nicht. Verstehe ich nicht. Ach, komm schon. Wer, Ecke? Nee. Ja, du kannst auch kommen, wenn du willst. Na, es hätte ja sein können, dass das jetzt ein Scherz war und so. Jetzt darfst du lachen. Ja, eigentlich war es ein Scherz, aber das ist nicht Aber so. ich habe ihn Meine nicht kapiert. Scherze muss man nicht unbedingt verstehen. Nein, nein, die sind ziemlich deep. Ich meine damit jetzt nicht das, was andere Frauen normalerweise für Geld tun. Schweini, rutsch mal, ich muss da mal hier hin und so. Wie, Schweini? Sag mir doch, dass du prominenten Besuch hast. Sag mal, die mobben mich. Nee, das geht aber nicht. Ja, ne, sag ich doch. Meine Rede. So, ich glaube, hier kommt nämlich eine Treppe rein. Ich mache mich dann hier hinten. Hier ums Eck rum. Da hoch. Warum höre ich denn ein Zombie? Das haut Oder doch hier nicht vielleicht hin. hier so und dahin. Das macht vielleicht sogar mehr Sinn. Was? Ich höre ein Zombie. Das Zombie hat bei mir nichts verloren. Ist es etwa im Keller? Ein Herz für Zombies. Kann ja jeder kommen. Ich komme ja auch vorbei. Ja, du darfst das. Okay, gut. Sag mal. Jetzt. So. Mal den. Die kann ich ja zusammenpurbeln, genau. Kann ich auch das? Das? Oh.
Ach Mann. Hast du dieses Verbauen? Das ist schrecklich. Nee, verbauen fetzt nicht. Nee. Verbaut man sich immer. Bauen ist nicht cool. Aua. Wo kommt jetzt die Spinne her? Alter. Hopp. Aber hier unten ist es doch hell. Aber. So, mein Zwischendach. Oh mein Gott, ein Creeper. Geh weg von meinem Haus. Geh weg von meinem Haus. Komm her. Komm, gut, gut, gut. Komm her, geh weg, komm her. Komm, gut, gut, Was gut. denn nun? Du verwirrst ihn Ja, doch völlig. komm, komm. Ja, soll weg von meinem Haus. Deswegen soll er mir folgen. Komm, gut, 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 Ah. komm, komm. Ah! Nein! Ich bin ins Wasser gefallen. Komm hier rein, komm hier rein. Und jetzt explodier hier. Dankeschön. Brauchst du Echt, dass ich. Stein? Möglicherweise. Warum? Du darfst dich bei mir bedienen. Weil die Turtle, die schmeißt mich ja jetzt hier gerade voll mit Stein. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Wände aus Stein oder aus Holz bauen Ach soll. so. Ach schade, ich habe gehofft, du kommst jetzt rum und holst es hier. Sonst muss ich es nämlich wegwerfen. Und das will ich nicht. Ach so, Bin nicht so der Wegwerffreund. ja, dann komme ich rum. Ich Dann kann komm dir auch ich kurzzeitig rum. beim Tragen helfen. Glaube, ich habe aber selbst keine Kisten mehr, wo ich es reintun kann. Na, das ist ungeschickt. Kannst auch mal zu mir rumkommen und mir beraten, was ich eher machen soll. Die Wände so, wie ich sie jetzt gemacht habe, lassen oder wieder rausnehmen und dafür Steinwände. Ja. Ich überlege gerade, die Turtle, die ist schon so tief, ob ich das eigentlich lasse von der Höhe her. Ich habe gesagt, die soll 30 tief gehen. Ich glaube, 30 ist ein bisschen ganz schön krass. Für einen Keller. 30 ist ein bisschen tief, ja. Ja. Ich lasse sie aber noch ein bisschen zuppeln, damit ich nicht den Rest alleine noch machen muss. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Wie lange war ich denn nicht da? Ja, na, die ist mega schnell. Oh, ich habe ja immer noch meinen Todespunkt drin. Oh. WG, ja, genau. Ja, schön, Dankeschön. So, was Ja, Stein wo? Steine sind hier oben in den Kisten. Pack dafür auch meinen anderen Scheiß im Inventar mal kurz aus, damit ich mehr zu dir schleppen kann. So, mein Inventar ist voll. Mehr Platz hab ich nicht. Aber jetzt scheint die Turtle was das Zeug einzusammeln. Vielleicht Ja, bin na, ich. weil ich habe ihr Inventar leer gemacht. Ach so. Ja, vielleicht musst du einfach immer das ihr Inventar leeren oder so. Ja, aber eigentlich kenne ich das halt nicht so, sondern dass da wirklich, dass sie halt wieder zurückfährt, wenn sie voll ist, um dann halt sich zu entleeren und das in die Kiste von alleine packt. Vielleicht musst du da noch irgendwas programmieren, dass das so Ja, macht. das denke ich mir auch mal, aber jetzt ist sie ja bald fertig, dann hat sich das eh erledigt. Ja. So, auf zu dir. Auch zu mir. Genau, und dann muss ich auch ganz schnell wieder zu mir, weil dann ist die Turtle bestimmt wieder voll. Was ein Stress, solche Haustiere. Haustiere, die Arbeit verrichten. Ja. Ich sag's euch da draußen. Holt euch keine Haustiere, die Arbeit verrichten. Ja. Das führt nur zu Stress. Allgemein Haustiere machen Arbeit. Sei es beim Hund das Gassi gehen oder beim Vögeln den Sand, den sie aus ihrem Gehege schmeißen. Oder Katzen, die mit Absicht das Katzenstreu zwischen ihren Pfoten bunkern, um das dann in dein Wohnzimmer abzulagern. Was lachst du?
Ich weiß nicht, das war einfach so. Ja, beim Vögeln. Ach, Katze. Mann! Ach! Ist mir gar nicht aufgefallen. Das war so gerade so. Ja, beim Vögeln. Pause. Es klang so richtig erzwungener Wortwitz. Oh Mann. Das war eigentlich gar nicht so gedacht gewesen. Das habe ich mir fast schon gedacht, dass das nicht so gedacht gewesen ist. Ja, das. Ich hau manchmal solche Dinge raus. Habe ich noch Auf gelernt. Arbeit war halt auch wieder so eine Sache. Da zeigt mir eine Arbeitskollegin, also so bei Facebook, so ein Video, wie jemand seine Katze bürstet mit so irgendeiner Bürste. Und die Katze liegt halt da und lässt sich schön den Wanst kraulen. Ja. Und wir halt so am Mittagstisch waren gerade fertig gewesen und ich dann halt hau so raus, so, oh, ich möchte auch gebürstet werden. Dabei meinte ich aber eigentlich nur so diese Situation von dieser Katze, wie sie mit einer Bürste. Ja, aber ehe ich das gecheckt hatte, lagen schon alle lachend unterm Tisch. Ach, fuck. Oh, voll. Braucht doch ne. Ich hab noch was. Boah, Moment. Braucht doch eine größere Kiste. Ich dachte, eine reicht. So. So, leer. So, jetzt kannst du mir sagen, Ja. was sieht besser aus? Mit der Wand oder mit so Bruchstein? Bruchstein, aber nur wenn du die Dinger hier lässt. Ja, die hätte ich ja gelassen, ja, Ach so. aber es geht schon in der quasi die Ausfüllung hier. Ja, da hätte ich Bruchstein genommen. Okay. Gut, dann nehme ich da Bruchstein. Obwohl das so eigentlich auch nicht verkehrt aussieht. Hast du noch ein Bett? Hast du zwei Betten? Nee. Ich glaub nicht, aber vielleicht habe ich noch genügend Wolle für ein zweites Bett. Nein, 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 habe ich nicht. Okay, dann hau ich schnell ab. Okay. Monster. Tschüss. Tschüss, Baby. Die greifen mich bestimmt schon wieder an. Könnte ich wetten. Glaube, ich mach das so, weil da kommt ja noch ein Stockwerk drauf. Auf Ja, das mein Ding hier. Gedanke war das auch. Kann man das nicht, also zwei, also einmal so und einmal so machen? Ja, ich hätte jetzt unten mit Stein gemacht, damit es einfach stabiler aussieht. Ja. Und oben dann mit Holzwänden, weil ich dachte mir so, ja, unten Holz und oben Stein, das ist ein Realismus ist da nicht so drin. Nee, das geht einfach nicht. Ich glaube, Holz hält nicht einfach die Menge von Stein aus. Das wird nicht funktionieren. Ja, das könnte hinhauen, ja. Wo muss ich denn lang? Wo wohne ich denn? Ich muss Richtung Norden. Ich wohne. Okay, ich laufe Richtung Süden. Pippi, hast du zu viel getrunken? Ich habe eine Orientierung zu einer Frau manchmal. Ach du Scheiße, das ist ja alles voller Monster! Ah! Also ich möchte mich dazu jetzt nicht äußern. Verstehe ich nicht. Wir sind nicht durch Wasser gelaufen. Fuck. Nur den einen Fluss, dachte ich. Möchte gerne mal ein Brötchen essen. Wenn ich die Zeit dafür habe. Mal, da ist der Krater, also muss ich da rüber. Glaube ich. Wenn Ah, der ich sehe Krater ist, mein dann bist du Haus. ein bisschen zu weit rechts. Ah, da ist mein Haus. Ja. Ob ich lebend ankomme? Ist das überhaupt mein Haus? Nee, das ist nicht mein Haus. Wer wohnt denn hier? Hat jemand so ein ähnliches Haus wie ich? Das kann dann wahrscheinlich das von Lars sein. Weiß ich nicht, war da an die Tür? Der hat Eisentüren. Wie geil ist denn das bitte? Echt, der hat Eisentüren? Sieht so aus. Tür des Zimmermanns. Oh, die sind ja Ah, hübsch. ja, dann hätte. Aber er hat ein Bett, ich kann mich schon mal hinlegen. Ja. Ja, diese Spinne.
Hast du sie auch? Nein, du hast sie ja nicht. Sie ist ja nur neben mir. Ah, Au! das sieht mal ganz anders aus. Oh, hier ist die Tür noch auf. Was? Da war die Tür auf. So, wo muss ich denn jetzt hin? Da wohnt der Miezke, dann. Meine Fresse, manchmal gar nicht so einfach, seine eigene Wohnung zu finden. Solange dir das nicht in echt auch passiert? Mein Gedanke war, es ist ja wie besoffen nach Hause kommen. Wo wohne ich eigentlich? Mir ist das eigentlich noch nie passiert. Nee, mir auch nicht. Ich fand es nur gerade lustig als Beispiel. Es ist das, was ich bislang immer sehr befürwortet habe an meinem wie nennt man das? Zustand? Orientierungssinn Ah. oder alkoholisierten Zustand, je nachdem. Ich habe immer nach Hause gefunden. Also zumindest habe ich das dann gemerkt, wenn ich morgens in meinem Bett aufwache. Oh, Dann weiß ich, ich ich habe nach war. Hause gefunden. Also, entweder war ich zu weit weg, dass die Turtle keine Lust mehr hatte, oder ihr Sprit ist alle. Na gut. Aber ist ja nicht so schlimm, die zwei, drei Bahnen, die kriege ich auch noch alleine hin. Ich habe nur keine Axt, Spitzhacke, um sie abzubauen. Die kann auch hier stehen bleiben. Ich glaube, wir sind schon wieder bei 17 Minuten. Ja, das hast du richtig erkannt. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir das auch wieder auf. Gut, Müssen wir Freunde jetzt. der Sonne. Freunde der Nacht. Carpe Noctum. Man sieht sich beim nächsten Mal. Genau, tschüssi und schönen Tag noch.